Ihr habt Interesse an diesem oder an anderen günstigen Spielen? Schaut mit dem Link in der Videobeschreibung bei Gamesplanet vorbei. Ach, wegen Lotus oder wie es geschrieben wird, auch von den gleichen Entwicklern. Ja, ganz genau. Das soll sozusagen OMSI remastered werden. Komplett neu aufgesetzt. Da kann man aber nicht nur Bus fahren, sondern auch U-Bahn, Straßenbahn, alles. Und das dann in verschiedenen DLCs. Also ich bin mal gespannt, wie sie das aufbauen. Fuck, Kurve. So, die Facecam ist asynchron. Nein. Das habe ich extra alles so eingestellt, dass das nicht so ist. Okay, los geht's. Dann hier die letzte Aktion für heute. Genießt es. Die letzte Strecke, die geplant war. Toll. Es hat genau 300 Meter gereicht. Okay. Ach ja. Sollen wir uns dann gleich am Ende nochmal den Trailer angucken? Ich fand den so gut. Ich fand den echt gut gemacht. Von Robert. So. So. Machen wir es nochmal für dich interessant. Was? So hat YouTube mir das gesagt, dass ich das machen soll. Du brauchst eine bessere Zuschauerbindung. Sprich deine Zuschauer mit du an. Ja, YouTube. Ganz genau. Ups. Komm schon. Hör auf zu klemmen, du Sau. Nee. Ich bin auch 7 Minuten zu früh abgefahren. Ich habe vergessen, die Zeit einzustellen. Okay, dass er bis jetzt noch nicht abgewürgt hat. So, das müsste eigentlich schon reichen. Ups. Und die Elektronik ist weg. Da ist sie wieder. Sehr gut. So, wann ist endlich Schluss? Dann schließ doch einfach die Webseite und geh. Warum wollt ihr mal wissen, wann Schluss ist? Genießt es doch einfach. Meine Güte, ich verstehe das manchmal nicht. So. Eigentlich müsste ich sagen, es ist jetzt Schluss und dann alle... Nein! Obwohl, das macht ihr meistens. Das muss man euch lassen. So. So, immer noch 71 Zuschauer. Ist ja krass. Ist ja krass. Voll krass. So. Nächsten Mittwoch auch wieder streamen. Ja, jeden Mittwoch. Es sei denn, ich kündige vorher an, dass keiner ist. Aber normalerweise jeden Mittwoch. 16. Yay. Dann möchte ich mindestens genauso viele Leute wieder da haben, wie dieses Mal am Anfang. Das war nämlich geil. Das war das in den ersten paar Minuten auf 100. Voll krass von euch. Das finde ich voll gut. So. Da. Okay. Da. So. Ich bin übrigens mittlerweile in dem Territorium, wo ich Tatsache für die YouTube-Einnahmen anfangen muss, Steuern zu bezahlen. Ja. Ich komme langsam so in den Bereich rein. Ja. Toll. Ich muss gegebenenfalls ein Gewerbe anmelden. Ah, und Steuern und Buchhaltung und ich freue mich. Das wird gar kein Chaos. Jetzt im Abitur. Nein! Aber dann kann ich Sachen von der Steuer absetzen. Dann kriege ich Geld zurück ohne Ende. Michael Talk 3, guten Tag. Ja. Okay.
Ups. Pong. So. Du bist auch in der 13. 13? Ich bin in der Q2 momentan. Das ist sozusagen die alte 13. Ich habe ja nur 12 Jahre Schule, wenn ich es richtig weiß. Sind es 12? Ja, ich glaube schon. Ich habe ein Jahr weniger als alle anderen. Mach doch ein Kleingewerbe draus. Kann ich ja, das ist ja das Lustige. Ich kann Gewerbe anmelden und das als Job klassifizieren. Dann bin ich sozusagen Geschäftsführer meiner eigenen Firma. Das ist gar kein Problem. Problem ist, du brauchst echt eine krasse Buchhaltung dafür. Und du musst Steuern zahlen. Aber man kann Sachen von der Steuer absetzen. Und dann bekommt man viele Sachen viel, viel günstiger. 19% Mehrwertsteuer kannst du komplett absetzen. Musst du nur sagen, was für ein Job. Ja, kriegst du die komplett zurück. Ist das nicht geil? So. So, Q3 gibt es nicht. Es gibt nur Q2. Und danach, Q2 ist sozusagen Vorbereitung aufs Abi und dann wird Abi geschrieben. Ein Jahr weniger halt. So, nächste Halt, Gletscherbahn. Steuerhinterziehung. Nein, noch nicht. Ich bin immer noch unterm Freibetrag. Das heißt, ihr könnt mich nicht jetzt einfach so wegen Steuerhinterziehung anzeigen. So funktioniert es nicht. Ich bin immer noch schön satt unterm Freibetrag. Yay. Alter, jetzt rollen hier wieder die Abos durch. So. Irgendwie läuft es mit dem Bus momentan. Der Bus fährt hier echt gut hoch. So. Du hast aber doch mit dem Kleingewerbe deutlich weniger Ausgaben und Aufwand. Ja, das ist schon richtig. Ich muss mal gucken, ob ich es als Privatperson... Ich kann es ja als Privatperson versteuern, dass es halt Nebeneinkünfte neben einem Job sind, den ich nicht habe. Oder ob ich es zu einem Gewerbe mache. Also so oder so musst du die Steuererklärung machen. Du musst es so oder so dem Finanzamt erzählen. Sonst werden die ganz, 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 ganz böse. Ja. So. Toll. Toll. Toll, Bus. Toll. Lenk doch, du Arschgeige. Okay. Komm, 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 komm. Laufen lassen, 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 laufen lassen. So, jetzt aber. So, das blöde Finanzamt. Ja, so ist es. Aber sonst könntet ihr nicht kostenlos zur Schule gehen. Oder Busse benutzen. Oder mit der Bahn fahren. Oder Straßen benutzen zum Beispiel. Dann gäbe es keine Straßen. Krass, ne? So. Ich brauche gerade mal eine kleine Entspannungsphase. Wartet mal. Ich suche mal gerade ein ganz witziges Lied raus. Ich brauche das nur gerade, um wieder ein bisschen was wach zu werden. Dauert nicht lange. Ich finde das jetzt auch sofort. Hoffentlich. Da ist es doch. Entschuldigung, ich brauche das gerade. Ah. Geil. Das ist einfach das geilste Lied. So. Omnibus. Er weiß es. Fuck, ich wollte ihn ignorieren. Verdammt. So, 80 Zuschauer wieder. Okay. So. So, Gelenkbusse sind super. Ja, finde ich auch. Vor allem bei dem. Ich mag ihn ja so gerne. So, wenn ich deinen Stream höre, höre ich eine Waschmaschine im Schleudergang. Ja, kann sein. Warum läuft das hier eigentlich so gut momentan?
voll das geile Lied. Wow! Okay. Das war's. Ich glaube, jetzt kommt direkt das nächste. So, keine GEMA. Nein, das ist eine Spielmusik, deswegen. Wir können jetzt Musik laufen lassen, aber das ist ja eine Aufnahme. Oh mein Gott, in der Aufnahme muss alles perfekt sein. Da darf man keinen Blödsinn machen. Das geht ja auf YouTube. Meine Antwort darauf. So. Okay. Was ein Scheißlied. Ja, Entschuldigung, aber Pech gehabt. Ich brauchte das gerade, um wieder ein bisschen was kopfwach zu werden. Wieso eigentlich ein Bus... hat eigentlich ein Bus eine Follow-Me-Lackierung? Das hier ist die 100-jährige Lackierung für den Hamburger Airport. Gerne. Diese Antwort war kostenlos. Alle folgenden Antworten kosten 75 Cent aus dem deutschen Festnetz. So. Hast du vor, das ETS 2 Add-on Viva la France zu spielen? Nein. Ich spiele kein ETS mehr. So. Wie heißt das Lied? Das ist der komplette Soundtrack. Das war Level 1 aus dem Spiel Omnibus. Musst du einfach mal suchen. So. Da ist doch die Bahn. Die Bahn, die Bahn, die Bahn, die Bahn, die Bahn. Bahn, die Bahn, die Bahn, die Bahn, die Bahn. So. Kurve. Okay. Bitte die 40 Minuten? Was? So, meine Damen und Herren. Okay, wie machen wir es? Also, ich wäre dafür, dass wir jetzt hier den Livestream mal zu einem Ende führen. Liegt nämlich daran, weil meine Mutter Essen gemacht hat und es fängt an, nach Essen zu riechen. Ich habe einen derartigen Hunger, dass ich langsam dafür wäre. Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. So, ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Also wir können jetzt wieder runterfahren, aber das dauert dann wieder so ewig und alles. Und wenn wir jetzt wieder runterfahren, nicht runterfahren, hätte ich was für den nächsten Livestream für euch zum Gucken. Und, ja, wie soll ich sagen? Ach ja, genau, ja, Trailer. okay, ist in der Warteschlange. Und ja, ich setz das jetzt hier einfach mal durch, meine Damen und Herren. Ich gehe jetzt was essen. Es war super, dass ihr alle da wart. Und ja, wenn ihr noch mehr gucken wollt, vielleicht habt ihr die OMSI-Folge von heute noch nicht gesehen. Die könnt ihr euch ja angucken. Und ich habe meinen Kontext vergessen. Genau, Folgen sind heute noch draußen. Wer noch nichts geguckt hat, Watch Dogs läuft heute noch, beziehungsweise kam heute, guckt euch das nochmal an, ist ein AAA-Spiel, was ich auf dem Kanal auch mal bringen möchte, wo leider ein paar wenige Aufrufe drauf sind und ich hätte gerne, dass da was mehr geguckt wird, weil ich unbedingt solche Spiele brauche. Jetzt hat mein Handy wieder vibriert. Von wem ist das? Ja, genau, meine Mutter sagt jetzt auch, dass es mal reicht. So, ja, wie gesagt. Und da gucken wir. Beim nächsten Stream. Guckt euch Videos an, Watch Dogs, würde ich empfehlen. Und ja, ich bin dann mal raus. Ich bin dann mal Holz. Ich und mein... Er macht das, was sich kein anderer traut. Aachen, Baumgarten, Römerberg, Innsbruck. Das kann ja nur schief gehen. Party, Party, Party! Und der Mittwochsstream. Am Mittwoch ab 16 Uhr. Live auf YouTube. Yeah.